Glauben Sie, dass der Glaube Berge versetzen kann? Auf jeden Fall, aber man spielt jetzt darauf an, die Menschen müssen glauben, wenn sie hierher kommen. Nein, wir brauchen nicht. Der Glaube versetzt Berge in der Spiritualität. Ja, das Erleben. Aber wenn Sie das jetzt meinen, bezogen auf meine Arbeit, ist das nicht so. Die werden schon überzeugt, die Leute. Und jeder, der hierher kommt, der hat ja ein Ziel vor Augen. Er möchte ja gesund werden und er möchte etwas loswerden. Also das funktioniert schon. Da brauchen wir also nicht den Glauben an diese Sache, sondern der gefestigte Glauben in der eigenen Religion und die Liebe zu Gott.